Oh, ja gut, das war zu erwarten, dass Hoyt weiß, wo die sind. Da, nachdem er ja Sam erledigt hat. Der Doc. Hopp. Lisa, Daisy, Oliver! Scheiße. Der Doktor ist weg. Ich habe das Gefühl, also das wird ja wohl unwahrscheinlich der letzte Kampf gewesen sein. Deswegen füllen wir hier nochmal unsere Vorräte auf, da wir ja gerade eh vorbeigerannt sind. Ein Fähigkeitspunkt. So viel Zeit muss sein. Was wollte ich denn vorhin noch machen? Ich wollte vorhin irgendwas noch freischalten. Was? Achso, nee, das mit dem Rennen haben wir ja schon. Ah, hier machen wir das mal. Was soll's? Achso, wir haben sogar zwei. Oh, jetzt kommt hier wieder die Party-Mucke. Hey, liegt aber da wirklich auf der Doktor? Ja, Tatsache. Jason. Wo sind Sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Was? Fällt uns jetzt jeder in den Rücken? Ich verstehe nicht. Ich muss sofort zum Tempel. So, mit dem Helikopter fliegen wir jetzt scheinbar zum Tempel. Wieso, hä? Riley, wir müssen los, jetzt! So, Moment, ganz kurz, gibt's hier noch ein bisschen grünes Kraut? Weil ich habe das Gefühl, im Tempel könnte es dann nochmal ein... Das ist ja assi! Wieso sind jetzt uns die Rakyat-Brüder in den Rücken gefallen? Ich meine, klar, Dings hat am Telefon angedeutet, hier, bla bla bla, wir sind jetzt seine Familie, aber trotzdem. Warum muss man da nicht so drastisch werden? Sidra. Bleib in der Nähe, Riley. Schwere Entscheidung. Her damit! Triff Sidra. Ja, da werden wir ja mal schauen, was die gute... Habe ich nie gesagt, du sollst da hinten bleiben? Ab, ab, verschwinde! Zum Hubschrauber! Ah, Sidra ist ja. War es Schwester, von daher kommt der Verrat jetzt wahrscheinlich nicht so. So überraschend. Ah. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Sidra. Was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Warum setzt mich hier jeder unter Drogen? Ich hasse das! Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Sidra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Und dann
Was zur Hölle ist denn mit der schon wieder nicht richtig? Wir wollten da... Jason wollte da eh nie gehen. Citra. Folge dem Pfad des Kriegers. Ich raff das nicht. Jason wollte doch sowieso hier bleiben. Der wollte ja nur, dass den seine, den seine Freunde und der. Wow! Das, was noch an Familie ist. Nur die Stärksten überleben. Nach Hause kommt. Alter. Aber geil gemacht. Greift er mich jetzt an? Offensichtlich. Kniet nieder! Kniet nieder! Rakia, bist du machtvoll. So wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Misha? Ein großer Tiger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du glaubst, du bist ein Krieger wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme sie dir, Kissen! Was zur Hölle? Ich bin dein, wie wir alle. Diese Insel gehört dir. Sehr seltsame Dinge gehen hier vor. Aber sehr geil gemacht. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles ausprobieren. Vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Ich hab dich geliebt. Jason. Bereitet das Tatao. Die Rakyat werden neu geboren. Der perfekte Krieger. Besetzt nun die Stelle des Feiglings Vaas. Peter und Anakami. Möge sein Geist befreit werden für die Zukunft unseres Volkes. Es ist getan. Halt mich. Du bist Perfektion. Die Krönung deiner Art. Und unser Kind wird Herrscher der Rakyat. Kämpfe gegen die Dunkelheit. Du bist ein Krieger. Stirb als Krieger.
siegst. Huch. Und das war offensichtlich das schlechte Ende zu Far Cry 3. Das kam jetzt aber sehr überraschend. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Die haben da alle eine Macke auf der Insel. Aber auf jeden Fall sehr geiles Spiel. Das Let's Play hat ja auch ein bisschen länger gedauert, als ich auch grundsätzlich so von Anfang an gedacht hatte. Man kann auch so viel nebenbei machen. Allein, weil sich auch jetzt noch, was man ja noch offen hat an Aufgaben. Wir jetzt hier, was wir am Waffen noch finden können und. Sehr geil, das ganze System mit dem Gegenständen herstellen, dass man mehr Waffen tragen kann, das mit dem Jagen und alles. Wirklich cool gemacht. Klar, Grafik braucht man sich nicht drüber streiten. Gut gemacht. Story ist soweit auch in Ordnung. Diese einzelnen Sachen, die ich da zwischendurch immer mal gesagt habe, kann man drüber wechseln. Ist schon geil. Diese Drogentrips sind auch super mit reingebracht. Sind sehr geil gemacht. Auch dass da halt quasi diese Endkämpfe immer irgendwie ablaufen, obwohl man nicht so wirklich weiß. Man ist im Minispiel eingebunden, kommt dann aber wieder und da ist eigentlich was anderes passiert. Ist sehr, sehr geil. Für das böse Ende habe ich mich jetzt deswegen entschieden, weil es aus meiner Sicht von dem ganzen Verlauf, also ich nenne das jetzt mal böse Ende, weil wir auch gestorben sind und weil wir ja unsere quasi Ex eigentlich einfach mal abgeschlachtet haben, weil das für mich eigentlich die logische Konsequenz war von dem, was Jason hier auf der Insel erlebt hat, wie er sich entwickelt hat. Er hat nur gemordet, er hat seinen Bruder gefoltert, wie Hoyt das auch schon richtig gesagt hat. Er hat ja auch selber überhaupt nie nachgefragt. Er hat sich von seiner Freundin ja vorher schon distanziert. Er wollte da bleiben und das war einfach die logische Konsequenz meiner Meinung nach der Erlebnisse, die er ja hatte, so zu handeln, wie wir es jetzt im Endeffekt getan haben. Dass Citra uns dann einfach mal umbringt, ist natürlich irgendwie krass. Das ist schon heftig. Aber da war ich jetzt am Ende echt nochmal überrascht. Und zwar ganz schön. Nun gut. Aber das ist ja eigentlich, was Angenehmes an dem Spiel, wenn man nochmal auch zum Ende überrascht wird. Und vor allen Dingen, grundsätzlich kann man, also ich kann damit leben, so wie das alles, das fügt sich dann auch mit diesem Ende und dass sie uns dann umgebracht hat, ist in Ordnung. Epischer Soundtrack hier zum Ende, nochmal sehr geil. Nichtsdestotrotz, ich werde natürlich jetzt nochmal das gute Ende spielen, das dann auch nochmal mit hochladen, weil das interessiert mich auch sehr stark, wie es da weitergeht. Wir werden sehen, ansonsten sehr geil, teilweise ganz schön fordernd, sehr unübersichtlich oder ja, ganz schön hektisch, wenn die ganzen Massen auf einen drauf zugerannt kommen und man einfach nur noch um sich schießen muss und von allen Seiten getroffen und hin und her. Aber macht halt auch Spaß. Auch dann zwar, ja, nutze die Macht und die Musik mit dem Hubschrauber, dass da das alles quasi auch selber nicht so ernst genommen wird. Sehr geiles Spiel, wirklich, wirklich sehr geil. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Spiel ist sein Geld wert, finde ich. Und ich lasse die Credits hier noch durchlaufen. Wir sehen uns dann vielleicht nochmal, wenn ihr mögt, bei dem alternativen Ende, bei dem guten Ende, sage ich mal. Mal sehen, was passiert. Und schön, schönes Spiel. Wir sehen uns. Macht's gut. Ich verabschiede mich und sage tschö mit ö. Ciao, ciao.